Schönen guten Morgen, Leute. Kurz nach 7 am frühen Morgen. Und zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die immer wieder nachfragen, wie es mir gesundheitlich geht und auch mir Genesungswünsche zukommen ließen. Eigentlich wollte ich kein Video zu meinem aktuellen Gesundheitszustand machen, weil das doch immer zu sehr kontroversen Meinungen und auch Kommentaren führt. Heute Morgen dann der Sinneswandel, als ich einen Kommentar sah, der wirklich ziemlich unterirdisch war. Und zwar kommentierte da jemand, ich sei in der letzten Nacht in einem Krankenhaus in Hua Hin, den Namen verschweige ich mal bewusst, verstorben und das sei kein Scherz. Da hört es irgendwie auf, das ist geschmacklos und pietätlos und ja, ich kann mich da ja nicht zu äußern irgendwie. Fand ich jedenfalls voll daneben. Ja, meinen YouTube-Kanal werde ich beibehalten, in der Hoffnung, dass ich demnächst oder irgendwann mal wieder Videos aufnehmen kann und auch wahrscheinlich meinen Instagram-Kanal. Von allen anderen Social-Media-Plattformen werde ich mich verabschieden, sei es Twitter oder Facebook oder auch Discord. Da gibt es gewisse Tendenzen, über die ich mich jetzt auch nicht mehr auslassen möchte, die mir einfach nicht gefallen. Und deswegen werde ich mich da im Laufe der Zeit von verabschieden. Aber was ist denn nun wirklich mit mir los? Also mein Alltag momentan ist sehr eingeschränkt aufgrund von diversen Krankheiten. Seit über 3 Wochen fahre ich kein Motorrad mehr. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe da so sekundenlange Blackouts. Meine Arme und mein linkes Bein schläft ein. Ich kann kaum 20 bis 50 Meter schmerzfrei gehen. Und ja, bin auch tagsüber ständig müde, schlafe ein. Und das sind bestimmt nicht die besten Voraussetzungen, um Videos aufzunehmen oder um mich meine Kommentare zu kümmern. Im Moment kümmere ich mich um mich selber, versuche Lösungen für meine Krankheiten zu finden. Und ja, ist auch alles ein bisschen eintönig momentan, muss ich sagen. Ich kann froh sein, dass ich in dieser Situation meinen Freund Kerl habe, der mich überall hinfährt, sei es zu Krankenhausterminen, die auch teilweise ein bisschen weiter weg sind. Und auch zum Einkauf oder er kauft selber alleine für mich ein und so weiter. Und hier an dieser Stelle mal ein dickes, fettes Lob an Karl. Vielen Dank dafür, Karl. Und wir sehen uns ja später zu einem Kaffee. Die meisten von euch werden sich erinnern, dass ich im Dezember letzten Jahres einen Motorradunfall hatte. Und danach sah es ja recht gut aus. Ich fuhr wieder Motorrad und die Schmerzen ließen nach. Prellungen waren abgeheilt, die Schürfwunden verheilt. Aber dann stellte ich fest, dass ich erhebliche Schmerzen im linken Bein hatte. Mir war vollkommen klar, dass da wieder eine Arterie zusitzt. Also ging ich ins Krankenhaus und erklärte denen meine Vorgeschichte. Das wurde natürlich mal wieder ignoriert. Ihr kennt meine Einstellung zu den Weißkitteln. Es wurden diverse Röntgenaufnahmen angefertigt und dabei stellte sich heraus, dass ich Spondylose habe. Spondylose ist eine Deformation der Halswirbelsäule, also es knackt und knirscht da ganz ordentlich. Bei mir ist auch die Wirbelsäule, also die Lendenwirbelsäule betroffen. Und das Tückische bei dieser Spondylose ist, dadurch können Nerven, das Rückenmark und Blutgefäße eingeengt werden. Und das äußert sich dann in Schmerzen, zum Beispiel auch die Schultermuskulatur und die Beinmuskulatur. Ist ja schmerzhaft. Naja, ich bekam Tabletten verschrieben, wie das so üblich ist in den Krankenhäusern und die vertrage ich alle nicht. Entweder aufgrund, dass ich die Inhaltsstoffe nicht vertrage, aber auch teilweise aufgrund meiner Vorgeschichte, Colitis und so weiter, obwohl die Ärzte Bescheid darüber wussten, bekam ich die Medikamente verschrieben, ich setze die dann schnell wieder ab. Und momentan bin ich damit beschäftigt. Das alles ein bisschen durch Übungen und dass mir, der ich mit Sport sehr weniger einen Sinn hatte, mein Leben lang oder auch Fitness, versuche ich das durch Übungen ein bisschen zu verbessern, mit mäßigem Erfolg, aber ist mir wesentlich lieber als Medikamente zu schlucken. Ja, dann nach fast 3 Monaten kamen die guten Leute da auf die Idee, mal ein CT anfertigen zu lassen, um die Sache mit der Arterie abzuklären. Hätte man auch preiswerter haben können, zuerst mal mit einem Ultraschall, aber naja, der Verlangen wird ja schon zahlen. Okay, dabei stellte sich dann raus, also auch dass da die Beckenarterie im linken Oberschenkel dicht sitzt irgendwie und ich benötige einen Bypass. Da bin ich jetzt auch dran und nimmt auch Zeit in Anspruch, da ein Krankenhaus zu finden. Ich habe
eins mehr oder weniger muss man schon mit den Leuten nochmal auseinandersetzen, Termin vereinbaren und so weiter und so fort. So ganz nebenbei stellte sich dann heraus, dass ich auch an Spinose leide. Spinose ist eine Lungenerkrankung, da wuchert das Gewebe. Und übrigens, sowohl Spinose als auch die Spondylose sind nicht heilbar, also da kann man nichts dran machen. Und nein, auch wenn ich früher ins Krankenhaus gegangen wäre, hätte mir überhaupt nichts genutzt, weil das eine schleichende Prozesse sind, die da stattfinden. Und ja, muss ich mit leben. Primär wichtig für mich ist momentan, dass ich die Bypass-Operation bekomme. Und mal sehen, wie das dann nächste Woche im Krankenhaus aussieht, ob ich da endlich dann einen Termin bekomme. Langjährige Abonnenten meines Kanals werden natürlich wissen, dass, wenn es mir besser oder sogar gut ginge, längst wieder regelmäßig Videos gekommen wären. Aber ist momentan absolut nicht drin, Leute. Und ich hatte auch echt keine Lust über meine Krankheit. Das hört sich dann immer so dramatisch an und führt, wie gesagt, zu unterschiedlichen Kommentaren und auch Meinungen darüber möchte ich nicht machen normalerweise. Ich würde auch einige meiner älteren Videos in dieser Form nicht mehr aufnehmen, nicht mehr veröffentlichen. Ein bisschen Privatleben muss sein und das möchte ich mir dann auch in Zukunft, wenn denn nochmal Videos kommen, ja, beibehalten. Irgendwie ist es irgendwie nicht gut, man muss nicht alles in die Öffentlichkeit bringen und da breit treten. Sehe ich inzwischen alles ein bisschen anders. Ich meine, man entwickelt sich auch hoffentlich weiter. Bei mir ziemlich schwer, weil ich bin ja immer noch so ein bisschen kindisch und Kind geblieben. Was mir allerdings nichts ausmacht. Ich hoffe jedenfalls, dass ich irgendwann wieder Motorrad fahren kann. Ich hoffe auch, dass ich nochmal irgendwie eine Tour durch Steilern machen kann. Also das baut mich auf und ja, meine, seine Träume sollte man sich bewahren. Ihr seht schon, kommt heute alles nicht so flüssig rüber wie sonst bei mir. Aber in einem der Kommentare wurde auch angesprochen, ich hätte vielleicht eine Depression. Also eine Depression habe ich mit Sicherheit nicht. Können auch die Leute bestätigen, mit denen ich so privaten Kontakt habe hier. Also bin eigentlich ganz normal drauf. Nur mit diesem komischen Kommentar heute Morgen, da war ich dann doch ein bisschen überfordert, weil alles hat seine Grenzen. Ich bin bestimmt kein sentimentales Mannequin und kann einiges wegstecken, aber da hört es einfach auf. Und deswegen auch, dieses Social Media hat sich so grundlegend geändert, da glaubt jeder, könnte irgendwelchen Unsinn posten und auf Reaktionen warten. Leider habe ich den Kommentar sofort gelöscht, sonst hätte ich ihn euch mal eingeblendet. Aber alles hat, wie gesagt, seine Grenzen. Und ich schaue positiv in die Zukunft an den Sachen, die ich nicht ändern kann. Da werde ich auch nichts mehr machen. Ist halt so, wie es ist. Man sollte auch Sachen, die nicht zu ändern sind, hinnehmen. Und primär wichtig ist, wie gesagt, meine Operation. Und ich gucke, dass ich auch schnellmöglich auf die Reihe bekomme. Und nochmals vielen herzlichen Dank für eure Anteilnahme oder wie ich das nennen soll, oder euer Interesse an meinem Kanal und an meiner Person. Ist immer wieder erstaunlich, wie ihr da zu mir haltet. Es gab noch zwei Kommentatoren, die waren auch nicht so prickelnd. Ich werde mal das Video abwarten, was dann noch an Kommentaren reinkommt. Und ich hatte eigentlich vor, auch das Video sollte dann heißen Infos über meinen Gesundheitszustand und Klartext. Warten wir mal, was da reinkommt, weil mir gehen auch andere Sachen noch ziemlich auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt Zeit zum Nachdenken habe. Das habe ich schon lange im Kopf und habe mich auch damit auseinandergesetzt und so. Mal sehen, was da noch reinkommt. So, das soll es von mir für heute gewesen sein. Also in nächster Zeit wohl keine Videos mehr. Und eventuell ein Video, wenn mir was einfallen sollte, wo ich nicht viel laufen brauche oder mich nicht viel zu bewegen brauche. Und mir bleibt zu wünschen, bleibt mir alle gesund, lasst euch nicht hängen, wenn Probleme auftauchen. Meistens gibt es für alles eine Lösung. Einfach am Ball bleiben, sich erkundigen, was machbar ist. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Bis dann, hoffentlich in diesem Theater. Tschüssi.